Krieg ist den Menschen keineswegs fremd. Wir kämpfen, solange wir uns erinnern können. Der Krieg ist alles, was wir kennen. In der Vergangenheit kämpften wir um Emulsion. Für unser Land. Für unsere Freiheit. Das alles änderte sich am Tag der Ankunft. Seit 15 Jahren kämpfen wir gegen unmenschliche Monster ums nackte Überleben. Wir können diesen Kampf nicht ewig weiterführen. Wenn wir diesen Krieg nicht jetzt beenden, wird die Menschheit ausgelöscht werden. Warum landen uns, Sergeant? Warum wohnen wir nicht hier? In Jacinto können Sie sich nicht durchgraben. Landarm ist perfekt. Wir greifen Sie auf Ihrem Gebiet an. Dort soll es haufenweise Maden geben, Sergeant. Haufenweise. Wir hofften, die Leichtmassenbombe würde die Locust-Horde dezimieren. Aber sie überlebten. Nun kehren sie zurück. Stärker als je zuvor. Sie verfügen über die Macht, ganze Städte zu zerstören. Selbst Jacinto, unsere letzte Hoffnung, schwebt in Gefahr. Bald gibt es nichts mehr zu verteidigen. Daher bleibt uns nur noch eine Option. Angriff. Soldaten, was ich von euch verlange, ist hart. Aber es ist notwendig. Wenn wir überleben möchten und zusehen möchten, wie sich die Jahreszeiten abwechseln, unsere Kinder aufwachsen, wenn wir den Frieden erfahren möchten, den wir nie hatten, müssen wir die Locust auf ihrem Territorium schlagen. Dort, wo sie leben und sich vermehren. Dort werden wir sie vernichten. An diesem Tag tragen wir die Schlacht direkt zu unserem Feind. An diesem Tag wird die Geschichte der Menschheit neu geschrieben. An diesem Tag sichern wir unser Überleben. Ich bin Dizzy und meine Karre heißt Betty, die Süße. Zwangsverpflichtet? Wir bekommen Lifeboat-Unterstützung. Ich hatte keine Wahl. Die Familie bekommt zu futtern, ich muss in den Krieg. So ein Scheißleben. Delta, Bert hier. Sieht so aus, als reite ich auf Marilyn. Okay, wir sehen uns in Landdown. Zeit loszulegen, Baby! Gute Jagd, Jungs. Zentrale hier Delta. Wir sind an Bord von Rig 314 und rücken aus. Roger, Delta. Ihr habt grünes Licht. Okay, macht's euch gemütlich, Delta. Landdown ist weit weg.
Deckung. Tankt euch in Landau und Ende. Roger, KR36 sind im Anflug. KR18, Ende. KR41 hier, sind in Position. 14, Dauer 09. Der Pass ist unter Kontrolle. Korrigiere, wir haben Feindkontakt. Ich wiederhole, Lokust in Sicht. Achtung, Giers! Sie schießen mit Mörsern! In Deckung! Oh, na bitte! KR41 abgeschossen. Wiederhole, 41 abgeschossen. Was macht das Mörserfeuer auf? Verstanden, C9. Centaur 2-3 bezieht Stellung, um Kamm unter Feuer zu nehmen. Ende. Centaur 0-2, geben die Pflanzendeckung. Vorsicht! Wo ist die Fürste hier? Sie haben Curry erwischt. Wir müssen sofort den Kamm säubern. Unsere Vögel hat's erwischt! Aufpassen! Wehe, die treffen Betty! Wenn die Dinger noch näher kommen, bräuchten die uns den Arsch! Delta, eliminiert die Mörser! Gleich die ab, bevor sie uns treffen! Kontakt! Verdammt! Der Tower 02 wurde zerstört! Müssen wir uns vom Kampf zurückziehen! Tempo in der Tower 03! Zu knapp. An alle Bodentruppen. Der Pass nach Landau ist frei. Wir geben euch Rückendeckung. 3-6, Ende. Verstanden, 3-6. Seht mal da unten. Da sind Henny und die anderen. Stizzy, du Glücksschwein. Ich dachte schon, die Mörser knipsen dich aus. Mich doch nicht, Kumpel. Muss ein paar Soldaten direkt in die Hölle kutschieren. Da bist du nicht allein. Delta, Tai hier. Ich bin bei der Nachhut. Wir sehen uns in Landau. Roger, Tai. Mach's gut, bis in der... Das klingt nicht gut! Festhalten! Ruhig, Baby! Passt auf meinen Arsch auf, während ich Betty verarzte! Delta, gib Feuerschutz! Ausloch! Schließen und das Reg sichern! Sie heißt Betty! Zentrale, der Tower 2-3. Der Tower 0-3 wurde getroffen. Reparatur wird vorgenommen. Vorne und Entrüstung an. Ende! Verstanden. Lenke Hubschrauber zu euch um. Regruppe 6, sehr in eurer Position. Zentrale Ende. Wir müssen
deine Hilfe, Hedy! Na klar doch, Dizzy! Zentrale haben ein paar sehr erlischten Mörder durchgesagt, sein Ende. Verstanden, 1-8. Gute Nachrichten. Rekrufe 3 benötigt Unterstützung. Ende. Roger, 1-8 ist unterwegs. Oh Mann, hier war ja was los. Delta-Zentrale hier. Wir registrieren starke seismische Aktivitäten unter euch. Tower 2-3 abgeschossen. Land, Unterstützung. Gemacht, Delta. Zentrale, Landdown in Sicht. Roger, berechnen die Startkoordinaten. Zentrale Ende. Verstanden, 3-6.
raus hier! Festhalten! Werd auf keinen Fall langsamer, diese... Wir müssen da durch, Delta! Einer an den Geschützturm! Schieß den Scheiß, zieh die Kanone weg! Markus, ist das Tai? Ja, habt ihr ja gesagt, er ist nicht tot zu kriegen. Absitzen, Jungs. Das Schicksal führt uns wieder einmal zusammen, Markus? Scheint so. Schön, dich wiederzusehen. Tut mir leid wegen deinem Truppen. Nichts passiert zufällig. Was zum Teufel ist mit Lola passiert? Mein Rig? Minen. Wahrscheinlich Zecken. Die ganze Gegend ist voll davon. Okay, Delta. Der beste Ort zum Bohren ist beim Denkmal im Stadtzentrum. Macht euch auf den Weg. Roger, Zentrale. Delta Ende. Du hast es gehört, Dizzy. Wir zeigen dir den Weg. Dinger. Zecken. Locust benutzen sie als Minen. Wenn ich's euch sage, ihr müsst Betty den Weg freiräumen. Hässliche Zecken sind kein Umgang für meine Betty. Delta, KR-51 meldet Nemesis im Luftraum über euch. Könnt ihr das bestätigen? Noch nichts in Sicht, Zentrale. Aber wir hatten die Augen offen. Ich weiß noch, wie sie Landown eroberten. Es war im Winter der Trauer. Kein gutes Omen. Verrückt, dass die Locust die ganze Zeit ein Revier zu nah bei Jacinto kontrollieren konnten. Wir hätten die schon vor Jahren ausräuchern sollen. Die KOR hatte bestimmt ihre Gründe. Nur wahrscheinlich keine guten. Klar! Fast wie Weihnachten! Keine Zecken mehr! Betty war nie glücklicher! Das freut mich! Niemand ist!
Teil der Sicherheitszone der Stadt Ende. Delta, eliminiert alle Männer. Zentrale, 3-6 ist unterwegs. Bis später, Delta. Verstanden. Danke, 5-1. Los, weiter, Delta. Cole, wir sehen dich auf der anderen Seite. Na klar, Baby! Zentrale, wie weit noch bis zur Bohrzone? Sie ist gleich hinter dem Tunnel vor euch. Denkt dran, eure Grindlifts wurden für das Graben vom Denkmal der Stadtmitte auskalibriert. Die Rigs müssen rückwärts gesteuert werden, um sie zu positionieren. Roger. Delta, Ende. Hier drin kann alles Mögliche lauern. Aufgepasst, Delta. Warum bekommen wir da nicht einfach Taschenlampen? Der Kleine hat recht. Macht gegen Licht. Soll heißen? Dass ich eine Waffe einer Taschenlampe vorziehen würde. Hier drin ist es dunkler als in meinem Arsch. Ich mach mal Licht. Wie wär's mit etwas Licht? Keine Sorge, ich passe doch eure Ärsche auf. Hab
Roger! In Deckung! Von wegen Ladies First! Wenn die Kommissarin raus würde, die Börse ausgeschaltet haben. Auf geht's! Öffne diese Tür. Das war's mit den Mörsern, Dizzy. Auf zur Bohrzone. Ich glaube, wir fahren den restlichen Weg. Das nenne ich einen Friedhof. Die Scheißmarten haben überall rumgewühlt. Kein Respekt vor den Toten. Hier liegen haufenweise gute Soldaten aus den Pendelkriegen. Wären jetzt eine große Hilfe.